Als erstes ist Parallelfahrt auf der Tarnrampe. 95/10/27 zieht den Güterzug bis Lingberg neben 01/21/18 und 52/81/54 mit dem Personenzug nach Freiberg. Es ist nicht viel Zeit bis zur Ankunft der Berliner Eisenbahnfreunde mit der WFL 03/21/55 und ihrer 119/158.
Kurz darauf folgt der Lausitzer Dampflokclub mit der E10 1239 als Ersatz für die 35 1019. Jetzt beobachten wir E7710 in Freital-Potschappel. Eigentlich warten wir noch auf 01-15-19 der Eisenbahnfreunde Zollernbahn mit dem Sonderzug aus Gera. Mist, falsches Gleis. Gerettet. Und schon ist es Zeit für die Parallelfahrt durch das Elbtal bis Brunnen. ...50-36-48 zieht den einen Zugteil 01-21-18 den anderen.
Gerade in dieser Zeit stürmt und regnet es in Heidenau und in Rathen ist es, als wäre nichts gewesen. Null 1 21 18 zieht nun den kompletten Zug bis Dätschen. Am Abend sehen wir noch, wie in Edelkrone die 95 10 27 den Zug der Gerraer Eisenbahnwelten mit 01 15 19 nachschiebt. Weil es so schön war, gleich nochmal. Gerraer fahren nach Hause und 95 10 27 kommt aus Klingenberg vom Schiebedienst zurück. Spätabends gibt es noch eine Fahrt auf der Tauernde Rampe mit 50 36 48.
Der Sonntag beginnt sehr früh mit der Heimfahrt der SSN aus Rotterdam. Ach, das Alter ist nur 0,33. Zuglok bis Leipzig ist 0,13,10 von ihrem gleichnamigen Förderverein aus Halle.
Nun geht 503648 auf Rundfahrt über Kamenz und Senftenberg zurück nach Dresden. Wir blicken noch ein wenig von der Nossener Brücke. Thank you.
131060 braucht heute Schiebehilfe vom Akkuschlepper. Der dritte Tag des Dampflok-Treffens ist eröffnet. Gerade noch so lässt sich die 475-111 drehen. Wir gehen nach Friedrichstadt und sehen die 503648 zurückkommen.
Am dritten Tag sehen wir die Stangen LEE 7710 vom Eisenbahnmuseum BW Dresden-Altstadt noch einmal mit dem ITL-Güterzug in Freitag-Burtschappe und danach in Dresden-Plauen. Die letzte Sonderfahrt, die wir beim 8. Dampfloktreffen sehen, ist die Rampenfahrt nach Freiberg mit 50, 36, 48 und 52, 81, 54.
Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses herrliche Wochenende und fragen uns, wie das nächste Dampflugtreffen wohl wird, wenn es dieses Mal schon so schön war.